Beschwingt in den Abend und beschwingt in unsere Sendung hier Stadtradio Göttingen. Ihr hört gehört das Campusradio und bei uns im Studio zu Gast als Vertreter der des RCDS Hendrik Werner, wenn ich es richtig habe, und von der Juso-Hochschulgruppe Silke. Dein Nachnamen musst du mir nochmal eben sagen, den weiß ich nicht. Hansmann. Hansmann. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wen sie denn hier so am Mikrofon haben, würde ich euch bitten, dass ihr euch mal kurz vorstellt. Also einfach mal sagt, wer ihr seid, was ihr vielleicht studiert, damit man weiß, in welcher Fakultät ihr regelmäßig rumläuft und was ihr an Hochschulpolitik macht, wie lange ihr vielleicht schon im RCDS oder in der Juso-Hochschulgruppe seid. Und Silke, magst du anfangen? Ja, gerne. Ich bin Silke, ich bin 27 und ich bin jetzt seit 4, 5 Jahren bei der Juso-Hochschulgruppe aktiv, also im dritten Jahr jetzt Spitzenkandidatin bei der Juso-Hochschulgruppe für die Uniwahlen, und ich studiere an der Sozialwissenschaftlichen und der Philosophischen Fakultät Geschichte und Geschlechterforschung. Ja, vielen Dank. Hendrik? Ja, ich bin Hendrik Werner, 23 Jahre alt, bin 2012 nach Göttingen gekommen, um hier dann Agrarwissenschaften zu studieren, und 2013 etwa in den RCDS eingetreten, mich dann da engagiert und so ein bisschen mit reingewachsen. Der RCDS, also der Ring christlich-demokratischer Studenten, ist die größte bundesweite Studentenvereinigung, Landesverband, Bundesverband, so dass man halt viele Freunde überall hat. Ja, wunderbar. Ich schalte mich hier auch mal direkt ein in die Diskussion oder ins Gespräch. Wir fangen an mit einer Frage an dich, Hendrik. Du stellst natürlich heute hier den Aster da, Silke, die Opposition mit den Jusos. Der Aster ist aus dem FZS ausgetreten, aus dem Freien Zusammenschluss der Studentinnenschaften, und hat jetzt dort keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr. Darin befinden sich alle Asten oder ein Großteil der Asten. Ihr hattet auch vor, einen neuen Dachverband zu gründen, um sozusagen die Asten, die sich im FZS nicht wohlfühlen, zu repräsentieren. Was ist daraus geworden und weswegen seid ihr ausgestiegen? Das würde uns und unsere Hörer interessieren. Also erstmal ist es so, dass der FZS nicht mehr die Mehrheit aller Asten repräsentiert, sondern sogar deutlich weniger als die Hälfte. Daran merkt man halt, wie der Einfluss verloren gegangen ist. Und eben dadurch, dass wir Landesverband und Bundesverband haben, vernetzen wir uns natürlich selber auch und hören, was andere Asten oder Studienvertreter sagen, wie das so ist. Und wir treffen uns zum Beispiel auch mit unserer Bundesbildungsministerin, wo der FZS überhaupt nicht wahrgenommen wird. Wo es auch scheinbar keine Versuche gibt, mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung zu sprechen. Und das zeigt halt, glaube ich, schon ganz gut, dass die Vertretung da nicht so ist, wie sie sein sollte. Stattdessen wurde sich dann mit vielen anderen schönen Dingen beschäftigt, nämlich mit allgemeinpolitischen Dingen. Und da haben ADF und RCDS, also die ASTA-stellenden Gruppen, gesagt, das brauchen wir nicht. Wir wollen Hochschulpolitik machen und keine Allgemeinpolitik, weil für Allgemeinpolitik äußere ich mich eventuell, wenn ich Lust habe, in einer anderen Partei und bringe da in einer Landes- oder Bundestagswahl mein Unmut zur Äußerung. Okay, das klingt ja alles ganz gut. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist, die Universität Göttingen hat über 30.000 Studenten. Also sollte sie durchaus im Norden vermutlich, also in Niedersachsen ist es mit die größte Universität. Warum sollte sie auch nicht überregional agieren können? Also das wäre doch erstrebenswert, dass doch noch eine Mitgliedschaft in einem Dachverband angesteuert wird. Oder nicht? Ja, also Göttingen ist sogar die größte, mit Abstand die größte Universität in Niedersachsen. Danach kommt dann Hannover. Das ist anzustreben, natürlich irgendwo. Man muss aber auch sagen, dass Hochschulpolitik, alles was in den Unis abgeht, größtenteils erstmal Landessache ist. Da entscheiden die Landtage drüber und nicht der Bundestag oder nur in geringerem Umfang. Wenn irgendwann sich ein Dachverband gründen sollte oder Leute auf uns zukommen, die vorhaben, einen zu gründen, dann sind wir gerne bereit, damit einzusteigen und uns mit denen zu vernetzen. Das tun wir auch jetzt schon niedersachsenweit im Asten-Netzwerk Niedersachsen, kurz ANI, wo man sich auch jetzt schon vernetzen kann und miteinander ins Gespräch kommt und dann halt gemeinsam Dinge erreicht, sei es bei Verhandlungen für Semestertickets, weil ja alle zum Beispiel mit der Deutschen Bahn verhandeln, oder auch bei anderen Problemen, die man vielleicht lösen kann, indem man sich Tipps holt. Gut. Du hast gerade ANI angesprochen, höre ich gerade zum ersten Mal. Sind dort alle niedersächsischen Asten vertreten?
Nee, leider nicht. Also es gibt zwei Landesvereinigungen im Prinzip. Das eine ist die LAK, die Landesastenkonferenz, und dann eben das Astennetzwerk Niedersachsen. Ja, wir sind vor anderthalb, zwei Jahren aus der LAK ausgeschlossen worden, weil im Aster Menschen gearbeitet haben, die in einer Studentenverbindung aktiv sind. Die LAK war der Meinung, dass man solche Menschen nicht in einer Verbindung, nicht in einem Netzwerk haben darf. Sehen wir grundsätzlich anders, weil bei uns jeder tun und lassen kann, was er möchte, solange er sich halt an die freiheitlich-demokratische Grundordnung hält und nicht gegen Gesetze verstößt. Und das tun Studentenverbindungen zum Großteil nicht. Und auch wenn es mal eine tut, dann sollte man das als Ausnahme betrachten und nicht als Grundsatz. Gut, vielen Dank dir schon mal. Thomas, du hattest noch eine Frage? Ja, ich würde gerne noch mal weiter darauf eingehen, weil ich das jetzt gerade ganz interessant finde. Also, weil ich dieses, Anni hast du es genannt, ne? Das klingt wie ein netter, freundlicher Mädelsname. Ich auch. Sind da zufälligerweise, also sind da überparteiliche Asten oder sind da im Prinzip nur Asten drin vertreten, wo auch der RCDS einen Vorstand stellt? Nee, das sind mehr. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wer genau daran Teil hat. Es gibt in Niedersachsen drei Asten, die mit RCDS-Beteiligung gestellt werden. Das ist sonst noch außer Göttingen, Clausthal und Oldenburg. Oldenburg ist dabei, aber auch erst seit ein paar Tagen eigentlich relativ offiziell, sodass es nicht nur von RCDS-Asten. Okay, ja, das wär interessant gewesen. Hätte ja sein können, dass ihr da euch einfach eine Gegenstruktur aufgebaut habt. Gut, vielen Dank dir, Henrik. Ich hatte noch eine Frage, oder wir haben noch ein paar Fragen an dich, Silke. Und zwar wollte ich als erstes auf das Video eingehen, das Univision von dir veröffentlicht hat. Falls ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, das noch nicht gesehen habt, einfach Univision bei Facebook, Univision Göttingen bei Facebook eingeben. Da kriegt ihr die Interviews unter anderem auch von Henrik und Silke ganz leicht zu sehen. Du erwähnst, dass ihr ein breiteres kulturelles Angebot anstrebt, sobald ihr euch im Aster befinden solltet, nächste Legislatur. Wie genau soll das aussehen und ist der Semesterbeitrag nicht schon hoch genug eigentlich? Ja, grundsätzlich finde ich eigentlich so, wie das bei uns mit den verschiedenen Semestertickets läuft. Also das heißt jetzt nicht nur das Kultursemesterticket, sondern auch das Bus- und das Bahnsemesterticket finde ich eigentlich ein ganz gutes Konzept. Dieses Solidarmodell, dass sozusagen alle Studierenden füreinander eintreten und es daraus resultierend für alle günstiger ist und alle das sozusagen gleichberechtigt nutzen können, finde ich grundsätzlich ein gutes Konzept. Was natürlich einschließt, dass wir als Juso-Hochschulgruppe sagen, wenn wir einen Aster stellen, ist es natürlich unsere Aufgabe, die Tickets bezahlbar zu verhandeln, so dass halt sich alle das leisten können. Wenn es dann natürlich zu Härtefällen kommt, gibt es ja auch immer noch Ausnahmeregelungen. Das Kultursemesterticket, finde ich, hat sich über die letzten Jahre, also es wurde ja ursprünglich auch von der Juso-Hochschulgruppe mal eingeführt, das Kultursemesterticket, und ich finde, das hat sich auf jeden Fall etabliert. Die Studierenden haben es in einer Urabstimmung angenommen. Es hat sich jetzt in den letzten Jahren immer wieder durchgesetzt. Und ich glaube halt einfach, dass man den Studierenden schon in Göttingen, wo wir auch in der Stadt Göttingen schon ein breites kulturelles Angebot haben, die Möglichkeit offen halten sollte, das auch zu nutzen. Und deswegen als Aster, glaube ich, die Verantwortung auch hat, dann auf die jeweiligen Institutionen zuzugehen, mit denen zu verhandeln und dort ein gutes Angebot natürlich für die Studis rauszuholen. Aber ich finde schon, dass man das auch nutzen sollte, was man hier vor Ort hat, weil wenn die Stadt Göttingen auch jetzt nicht Berlin ist, muss man auch irgendwie dazu sagen, hat sie doch, finde ich, gute kulturelle Einrichtungen und vor allen Dingen auch diverse kulturelle Einrichtungen. Henrik wollte dazu noch kurz was sagen. Ja, ich finde, dass Göttingen, oder ich finde auch, dass Göttingen sehr, sehr gute kulturelle Einrichtungen hat, und genau die sind alle eigentlich schon in dem Kulturticket enthalten. Warum ist das dann noch so teuer? Wie teuer ist es denn, weißt du das? Nee, warum ist der Semesterbeitrag so teuer? Das Kulturticket liegt bei unter 10 Euro. Bei unter 10 Euro? Bei unter 10 Euro, da kriege ich dann Eintritt ins Deutsche Theater, ins Symphonieorchester, ins Junge Theater, aber seit diesem Jahr halt auch zu Basketball-Bundesliga spielen. Und nicht mehr ins Exil. Und nicht mehr ins Exil, genau, und zum SC Göttingen. Und dadurch haben wir halt einfach dieses Kulturticket für die breite Masse geöffnet. Es wurde eine Umfrage gemacht und da kam halt raus, dass das Exil, das war ja schon im letzten Jahr, nicht mehr so gut genutzt wird, dass da nicht so viel Anklang ist. Und deswegen haben wir halt gesagt, dann verabschieden wir uns davon. Das war auch mit, ich glaube, 40 Cent eines der teureren Einrichtungen. Das ist natürlich immer, ne, das wird zusammen addiert.
Und ich denke, dass wir jetzt ein sehr, sehr gutes Kulturticket ausgehandelt haben in unserer Koalition. Was könnte die Juso-Hochschulgruppe daran denn verändern, Silke? Ja, wir finden es zum Beispiel etwas schade, dass jetzt zum kommenden Semester im Kulturticket das Junge Theater so ein bisschen rausfällt. Also es wird nicht mehr umsonst sein, sondern es wird 1 Euro pro Vorstellung kosten. Das finde ich zum Beispiel ein bisschen schade. Ich finde, das hätte man drinnen lassen können, weil ich doch auch sehr viele Studierende kenne, die vor allen Dingen ins Junge Theater gehen, weil es auch nochmal ein spezielleres Angebot gibt an Vorstellungen. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, das Kulturticket ist irgendwie auch eine Sache, wo es immer drauf ankommt, wie man das halt verhandelt in dem speziellen Jahr. Genau, was man da sozusagen in die Waagschale legt. Ich glaube auch, dass es finanziell gesehen annehmbar ist, so wie es aktuell ist. Würde da aber auch bei dem ganzen Kulturbereich schon auch nochmal darauf eingehen, dass der AStA ja, also die Studierendenvertretung ja auch einen eigenen studentischen Veranstaltungskeller hat, der ja in Göttingen auch einen Teil des Kulturbetriebes, nenne ich es jetzt mal, ausmacht, nämlich das Stilbruch, was ja aktuell vom Kulturkollektiv betrieben wird, wo ja immer die Forderung der Juso-Hochschulgruppe war, auch als wir noch im AStA waren, dass wir das Stilbruch gerne ausgründen würden, damit es einfach ein bisschen autonomer agieren kann, damit es nicht mehr so sehr gebunden ist an die Formalia und die Bürokratie des AStA, weil sehr studentischer Veranstaltungskeller ist, der ja aktuell schon sehr gut läuft und sozusagen eine Struktur hat durch das Kulturkollektiv, wo auch sich Leute engagieren und Partys organisieren, aber halt auch Veranstaltungen. Und das immer unser Wunsch war, was bislang leider nicht geklappt hat, aber was auf jeden Fall für uns auch eine Sache wäre, die wir für eine kommende Legislatur mitnehmen würden. Gut, ja, Henrik, bitte. Ja, genau. Das Ausgründen steht eigentlich schon länger an. Und was hat nicht geklappt? Das ist nicht so einfach, genau, eben weil da viele Interessen drin mitspielen. Der Unterschied beim Ausgründen, wie wir es wollen und wie die Juso-Hochschulgruppe es will, ist, dass eben keine studentischen Gelder da mehr übermäßig reinfließen, sondern dass es sich halt irgendwie selber tragen muss und die Veranstalter dann aber auch Rechenschaft ablegen müssen. Ja, und selber Steuern zahlen etc. und dass es halt nicht mehr die Allgemeinheit macht. Und genau das Gleiche ist es auch beim Jungen Theater. Es kostet jetzt 1 Euro Eintritt, aber dafür, also man stand vor der Wahl, ob man jetzt von den Leuten, die es besuchen, das sind etwa 2.500 im Semester, also weniger als 1/10 aller im Schnitt, also ob die alle 10 Cent mehr bezahlen oder ob jeder, der denn da hingeht, 1 Euro bezahlt. Und dann kann man sich ja relativ leicht ausrechnen, über 30.000 Studenten hat 10 Cent oder eben 2.500 Nutzer 1 Euro und dann ist für die gesamte Masse das einfach der günstigere Betrag, den man so zahlt. Gut, und du glaubst nicht, dass diese Nischenangebote wie das Exil jetzt oder das Junge Theater oder auch, dass ein bisschen Geld in das Stilbruch fließt, sodass sie irgendwie Möglichkeiten haben, was auf die Beine zu stellen, was vielleicht nicht so gewöhnlich ist, auch für so eine kleine Stadt wie Göttingen vielleicht nicht so einfach zu organisieren und nicht so einfach da eine Crowd ranzubringen. Du glaubst nicht, dass das wichtig ist für eine Studierendenschaft? Doch, das ist es. Das ist sehr, sehr wichtig und wir freuen uns auch immer, wenn es Initiativen gibt. Nur dann muss man halt auch sich an Gesetze halten. Auf was spielst du da an? Ja, das hat was mit Schlüsselhoheit zu tun, mit Leuten, die dann da reingehen, mit Veranstaltungen, die ja durchgeführt wurden, auf Kosten des AStA, beziehungsweise von uns allen. Es war aber nicht bekannt wurde, wer da drin ist, wer dafür haftet, wenn was kaputt geht. Und ja, das haben wir jetzt schon mal geändert, dass es jetzt ein vernünftiges Formular gibt, wo halt drinstehen muss, wer da was veranstaltet. Eben damit man auch jemanden hat, der haftet, wenn was passiert. Und wenn, ja, die Gruppe, die das ausrichtet, das nicht mehr so haben will, dann muss sie halt auch selber dafür haften. Das ist halt unser Ansatz und nicht alle. Gut. Ja, vielleicht noch dazu, du hast gerade gesagt, also dein Rechenbeispiel, was du gerade gemacht hast mit, es gibt nur 10% der Studierenden, die jetzt eben das konkrete Beispiel Junges Theater nutzen, deswegen sollen die 1 Euro zahlen, statt im Prinzip, dass dieser Betrag auf dem kompletten Kulturticket umgesetzt wird. Ist das nicht im Prinzip die Aufgabe der Grundidee des Kulturtickets oder auch des Semestertickets, nämlich dieses Solidarmodell, wenn ich das deine gleiche Argumentation zum Beispiel auf das Semesterticket übertrage, was viele Studierende, gerade Studierende aus dem Umkreis Göttingen, schon häufiger gemacht haben, die dann gesagt haben, warum muss ich jedes Semester eine Bahn bezahlen, die oben zwischen Bremen und Bremerhaven verkehrt und ich noch nie an der Nordsee war und ich, was bitte? Genau da verkehrt sie nicht. Ja. Ja, aber du weißt, was du meinst. Also klar, wir können jetzt natürlich irgendwie hier, du weißt, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Ganz klar, genau. Und
das war halt die Frage, man hat verhandelt und das Junge Theater ist schon eins der teuersten Einrichtungen. Und da hat die entsprechende Sachbearbeiterin, die auch nicht aus unserer Gruppe kommt, das sehr, sehr gut angestellt, hat das alles evaluiert, wie viel was genutzt wird und das eben entsprechend verhandelt. Und das Junge Theater aber dann nicht bereit war, diesen Preis runterzugehen, wie es hätte müssen, damit sich das anpasst, wurde dann halt eben dieser Kompromiss gefunden. Und eben darum werden die Semestertickets von uns aber ja auch zur Urabstimmung gestellt. Man könnte auch sagen, so, ihr nehmt das jetzt alle an, aber man sagt halt, man macht es als Urabstimmung, sodass jeder entscheiden kann, ob er es haben möchte oder nicht und dann halt die Mehrheit entscheidet. Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass es schon, also ich würde da zustimmen, dass es natürlich darauf hinausläuft, dass man am Ende jede Sache einzeln verhandeln kann, ist natürlich die Frage, also dass dann auch das angedachte Solidarmodell natürlich irgendwann ad absurdum führt, dem würde ich schon zustimmen, weil es natürlich auch dazu führt, dass man im Endeffekt in eine Position kommt, wo alles verhandelbar wird. Und dann kann man den Studis ja immer nur in der Urabstimmung, also ich finde Urabstimmung auch gut, ich finde, die Studierenden sollten selber darüber entscheiden. Aber am Ende steht immer das Gesamtpaket. Also die Studis können jetzt nicht entscheiden, wir hätten lieber das Kulturticket mit dem JT insgesamt drin, sondern sie können nur darüber entscheiden, dass sie das Kulturticket möchten mit dem JT 1 Euro pro Vorstellung. Also es gibt ja die Wahlfreiheit nicht, sondern sie können im Endeffekt nur über das Paket entscheiden. Ist eine Alles-oder-Nichts-Abstimmung im Prinzip. Genau. Ja. Die halt vorgelegt wird vom AStA sozusagen. Also die Urabstimmungen werden im Studierendenparlament beschlossen. Genau, aber der Vorschlag wird ja von den jeweiligen Ticketbeauftragten vorgelegt, die ja dann doch wieder im AStA angesiedelt sind. Was ich natürlich dem noch abgewinnen könnte, ist, dass es vor allen Dingen ja auch um das Bahnsemesterticket immer große Diskussionen gibt, aufgrund dessen, dass die jeweiligen Bahngesellschaften ja schon eine sehr starke Verhandlungsposition einnehmen, weil die Studierenden großteilig ja auf das Semesterticket angewiesen sind und sie natürlich aus einer ökonomischen Sicht sagen, wir können ja erstmal das verlangen, weil der AStA, der ein Semesterticket abschaffen wird, der wird nicht lange im Amt bleiben, sodass es schon politischen Zwang gibt, dieses Semesterticket anzubieten. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, bei einzelnen Strecken mit einzelnen Bahngesellschaften auch mal ein bisschen mehr Druck auszuüben und zu sagen, gut, das zahlen wir nicht, das legen wir unseren Studierenden nicht vor, um vielleicht noch Verhandlungsspielraum überhaupt geltend zu machen, dass man vielleicht ein billigeres Angebot vorgelegt bekommt. Das kann ich verstehen. In der Junges Theaterfrage bin ich da einer anderen Meinung. Da finde ich, man hätte das dem Solidarmodell gerecht mit reinnehmen sollen und das auf alle weiterhin umlegen sollen. Ja, aber grundsätzlich kann ich da auch verstehen, dass man versucht, seine Verhandlungsposition schon auch durch Druck zu stärken, weil man da einfach sagen muss, dass die Studierendenvertretung da eine sehr besonders bei dem Bahn- und auch bei dem Bussemesterticket eine sehr schwache Position haben, weswegen ich mir zum Beispiel wünschen würde, dass vor allen Dingen bei den Bahn-Semesterticket-Verhandlungen vielleicht auch auf Landesebene einfach eine einheitliche Verhandlung stattfinden würde. Das passiert zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da gibt es ein Gesamtticket, was dann die Studierendenschaften viel stärker auftreten lässt, weil sie entweder alle abnehmen oder gar nicht und nicht ein einzelner AStA sozusagen verhandeln. Aber müsste für sowas es nicht eine niedersachsenweite Organisation geben, zum Beispiel eine Landesastenkonferenz oder eben eine ANI, was auch immer. Aber ich meine, wenn man dann natürlich sich niedersachsenweit nicht schafft zu vernetzen, stelle ich mir das sehr schwierig vor. Bin ich gefragt. Ja, du hast vorhin das Vernetzungsthema im Prinzip in den Schoß gelegt bekommen und ja auch schon ausführlich ausgeführt und bist natürlich auch als AStA-Vertreter näher an der Vernetzung. Klar, also erstmal ist NRW aber ja zum Beispiel viel, viel homogener, was das angeht. Ne? Es ist weniger ländlich als Niedersachsen. In Niedersachsen haben wir viel weitere Strecken und auch von der Größe der Universitäten sind wir deutlich heterogener und das gestaltet sich nicht so einfach. Natürlich hört sich das sehr, sehr gut an, aber auch Silke ist ja nicht erst seit vorgestern in der Hochschulpolitik und die weiß, glaube ich, auch, dass es nicht so einfach umzusetzen ist, weil verschiedene Strecken an jeder Universität angeboten werden und es nicht für jede Universität das gleiche Paket von der Deutschen Bahn beispielsweise gibt. Und deswegen muss man aushandeln. Natürlich wäre das toll, wenn wir unsere Verhandlungsposition da stärken können. Andersrum heißt es aber ja auch, dass die Bahn, ja, denn dann müssen halt alle annehmen oder keiner annehmen und die Wahrscheinlichkeit, dass
dass das Risiko für die besteht, dass alle ablehnen, ist doch relativ gering. So dass die Bahn und vor allem in Göttingen auch die Metronom, weil die Hauptachse halt zwischen Göttingen und Hannover liegt, natürlich ein sehr, sehr, sehr gutes, eine sehr gute Verhandlungsposition haben. Das finden wir auch nicht gut, aber wir haben halt das Maximum rausgeholt und das wird man dann im Januar zur Abstimmung stellen. Ich bin mir sicher, dass wieder eine ganz, ganz große Mehrheit, und die ist weit über 2/3 in den vergangenen Jahren gewesen, dafür stimmen. Das gleiche auch beim Kultur- und beim Bussemesterticket, die ja nun auch, ja, das ist die direkte Demokratie, und die indirekte, die Vertreter, die von allen gewählt werden, die stimmen dann am Ende im Studentenparlament darüber ab. Das heißt nicht, dass sie gar keine Mitsprache darin haben, weil die schicken die Leute ja für sich dahin. So funktioniert Demokratie, und dadurch, dass es nun mit so einer überragenden Mehrheit angenommen wurde, und zwar auch im Studentenparlament wohlgemerkt. Es war jetzt nicht so, dass das mit einer Koalitionsmehrheit durchgedrückt wurde, sondern es war eigentlich fast, ja, frag mich, Silke weiß es vielleicht, es war, glaube ich, fast einstimmig. Ja, ich finde es gerade spannend, weil du hier eine Verteidigungshaltung einnimmst zu einem Thema, wo du dich, glaube ich, gar nicht verteidigen musst. Ich glaube, du musst dich vor keinem Studi davor ernsthaft oder vor der Mehrheit der Studis nicht rechtfertigen dafür, dass ihr im Aster euch um ein Semesterticket kümmert oder beziehungsweise dann ja auch über die Urabstimmung den klaren Auftrag bekommen habt, genau dieses Semesterticket eben abzuschließen. Ich denke, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, gehen ein bisschen mit Musik weiter. Hier sehe ich leere Wassergläser, da muss nochmal nachgeschenkt werden. Und wir hören uns gleich wieder hier. Wir sind heiß am Diskutieren mit Silke und mit Hendrik. Hendrik vom RCDS und Silke von der Juso Hochschulgruppe. Hierbei gehört eurem Campusradio. Ja, das war Freedom von Pharrell Williams. Und ihr hört weiterhin, gehört das Campusradio. Und neben mir sitzen hier Hendrik und Silke, die sich unseren politischen und hochschulpolitischen Fragen stellen. Und ja, die Pause hat gut getan. Ich sitze doch auch noch da, Thomas. Ja, aber du bist einfach sowieso da. Also das ist so ein Inventar sozusagen. Nein, das ist ein bisschen herablassend. Nein, so würde ich das nicht nennen. Das klären wir nachher. Das klären wir in der zweiten Stunde. Gut. Ich würde direkt weitermachen. Und zwar habe ich jetzt wieder eine Frage an dich, Silke. Vor 2 Wochen waren Vivian Bohm von der Grünen Hochschulgruppe sowie Kai Tuschen vom ADF hier. Und Kai hat verteidigt, dass der ADF das allgemeinpolitische Mandat nicht wahrnimmt. Jetzt hast du geäußert und ihr habt schon öfter geäußert, dass ihr, falls ihr den Aster stellen solltet, das tun wollt. Wie Kai das begründet hat, dass sie das nicht tun, das klang ziemlich einleuchtend für mich. Und zwar sagt er, dass jeder Studierende selbst entscheiden soll, wo und wie er sich politisch engagiert und ob er sich überhaupt politisch engagiert. Und das ist nicht Aufgabe des Aster. Immerhin ist es nur ein Parlament, das 30.000 Individuen vertritt. Warum wollt ihr im Namen aller handeln, obwohl ihr nicht alle hinter euch stehen habt? Silke. Naja, ich würde dem schon widersprechen. Also grundsätzlich diese Aussage, ich würde sagen, dass das allgemeinpolitische Mandat schon auch gesetzlich verankert ist. Also dass wir im niedersächsischen Hochschulgesetz ganz klar, also wer es genau nachgucken will, ich glaube Paragraph 20, festgeschrieben ist, dass die Studierendenvertretungen in Niedersachsen einen politischen Bildungsauftrag haben, aus dem wir das allgemeinpolitische Mandat ableiten. Übrigens nicht nur einen politischen Bildungsauftrag, sondern auch einen kulturellen, aber das hatten wir ja gerade schon so schön abgehandelt. Daraus ziehen wir, dass wir natürlich auch ein allgemeinpolitisches Mandat haben. Ich würde da auch immer entgegenhalten, dass wir nicht einfach irgendwas vertreten, sondern wir ja schon ganz klar in der Wahlkampfphase, aber auch sonst über sagen, dass wir eine Hochschulgruppe sind, die ein klares Ziel hat, die eine politische Meinung vertritt und wir auch offen darstellen wollen, weil wir wollen, dass die Studierenden wissen, was das für eine Meinung ist. Also dass wir so als Hochschulgruppe für soziale Gerechtigkeit stehen, dass wir das an der Hochschule, aber eben auch in der Gesellschaft durchsetzen wollen, weil wir eben die Hochschule nicht als losgelöste Eisscholle sozusagen sehen, die irgendwo in einem großen Ozean rumschwimmt, sondern die Hochschule ist ja eben dazu da, junge Menschen auszubilden, die ja dann auch in die Gesellschaft hineinwirken. Und deswegen würde ich Hochschulpolitik immer auch als ein Teil von Gesellschaftspolitik sehen, die natürlich ein allgemeinpolitisches Mandat hat. Ich finde, wenn ich noch Zeit für ein Beispiel habe, man kann das gerade aktuell immer auch sehr schön an einem Beispiel klar machen, wo eben Hochschulpolitik Gesellschaftspolitik ist. Und zwar ist das bei mir so, wenn ich ans Thema Flüchtlinge denke, weil Flüchtlinge
ist, also die Flüchtlinge zu integrieren hier bei uns, ist, glaube ich, die größte Aufgabe, vor der wir irgendwie aktuell in der Gesellschaft stehen und in der Politik stehen und das eben auch an der Hochschule. Also weil Geflüchtete kommen eben nicht nur nach Göttingen oder nach Deutschland, sondern sie kommen eben auch an die Hochschule und wollen Bildung genießen, was, glaube ich, alle irgendwie möchten und das sollte allen irgendwie offen stehen und ich finde, dass man deswegen einfach diese ganz strikte Trennung, die von der ADF und auch vom RCDS ja seit Jahren sehr hoch gehalten wird, die kann man einfach nicht in jedem Themenbereich vollziehen. Also das geht politisch gar nicht, weil es gibt Überschneidungen und die, finde ich, muss man dann auch in seine Politik mit einbeziehen, sozusagen als Studierendenvertretung. Genau, du hast das gerade schon gesagt. Vielleicht will Hendrik auch noch was dazu sagen. Die RCDS ist ja zusammen mit der ADF ASTA stellend und die behaupten oder sie sagen von sich, beide von sich und auch von ihrer gemeinsamen ASTA-Arbeit, dass diese streng serviceorientiert ist und mit Allgemeinpolitik nichts am Hut haben will. Hendrik, stimmt das so? Ja, es stimmt grundsätzlich schon so. Also ja. Ja, genau, aber ich will das gleich noch ein bisschen näher erläutern. Bitte. Grundsätzlich ist uns beiden, glaube ich, und ich glaube auch Silke und mir wichtig, dass Flüchtlinge auf keinen Fall gegen Studenten ausgespielt werden dürfen. Auf dem Wohnungsmarkt jetzt, oder gerade, wie? Gerade in Göttingen natürlich in Frage Wohnraum. Nur da ist es zum Beispiel so, dass wir als Studentenvertreter sehr wohl da handeln können, wo halt für Studenten Wohnraum geschaffen wird. Das ist das Studentenwerk. Und Wohnungsbau für Flüchtlinge ist nun mal Sache des Landes und der Kommunen. Und das können die auch machen. Und wenn man sich da einsetzen will, dann kann auch jeder von uns ja, wenn er nicht gerade mit Hochschulpolitik beschäftigt ist, in eine andere Partei gehen und sich da dafür einsetzen. Und das machen auch viele bei uns. Aber wir finden es halt nicht okay, wenn Gelder von uns allen, von über 30.000 Studentinnen und Studenten dafür verwendet werden, ja, die Meinung einer Gruppe dann so kundzutun und das so zu sponsern, sag ich mal. Da gibt es zum Beispiel Universitäten, wo Blockupy-Proteste in Frankfurt unterstützt wurden, wo gegen Kohlekraft und Kernenergie diskutiert oder demonstriert wurde, wo wir halt sagen, ja, dafür müssen wir unsere Gelder nicht ausgeben, weil du sagtest schon, Semesterbeiträge sind hoch genug. Ja, aber du hast doch gerade eben angemerkt, dass der ASTA und die darin beteiligten Hochschulgruppen eine demokratische Legitimation in der Uni haben. Und wenn du natürlich demokratisch legitimiert bist, hast du natürlich auch von deiner Wählerschaft den Auftrag bekommen, dich entsprechend deiner Maxime einzusetzen. Und wenn du jetzt natürlich als Hochschulgruppe, die auf die Fahnen schreibst, ich betätige mich auch allgemeinpolitisch und kriege damit im Prinzip eine Mehrheit, dann ist das doch völlig legitim. Also warum würdet ihr nicht sagen, hey, wir sind eine Gruppe und wir haben eine ganz klare Meinung zu, also ne, dieses Verzichten auf das allgemeinpolitische Mandat klingt immer so oder wirkt einfach, als ob man gegenüber den alltagspolitischen Fragestellungen die Scheuklappen aufsetzt und sagt, hey, wir sind ja in der Uni, das interessiert uns alles erstmal gar nicht. Naja, wir sind demokratisch legitimiert worden, eben weil wir gesagt haben, wir beschäftigen uns nur mit Hochschulpolitik. Die Frage ist, wie das Ganze aussehe, wenn wir gesagt hätten, wir wollen noch dies und wir wollen noch das. Und ich denke, dass es uns sehr, sehr gut gelingt, mit Leuten in den Gruppen ADF und RCDS, die politisch ganz, ganz unterschiedliche Einstellungen haben, sich sach- und serviceorientiert eben einzusetzen und da ja, vielleicht nicht alles, was außen steht, mit einwirken zu lassen, sondern ja, die Studenten zu vertreten, da wo es drauf ankommt, in Fakultätsräten, im Studentenparlament und eben für gute Studienbedingungen zu sorgen. Und wenn man sich dann so noch einbringen möchte, dann darf man das gerne auf jeden Fall und das darf man auch bei uns und das muss auch bei uns nicht in der CDU sein, auch wenn das vielleicht immer nahe liegt. Ja, und dann kann man da halt sich dafür einsetzen. Ja, ich würde da vielleicht gleich nochmal einhaken, weil ich sehe es nämlich ähnlich. Ich sehe es eigentlich so, wie es gerade auch dargestellt wurde. Wenn es natürlich eine Mehrheit für einen ASTA gibt in diesem, bei diesen Hochschulwahlen, in dem die JUSO-HSG beteiligt ist, dann wäre man ja demokratisch legitimiert, auch ein allgemein politisches Mandat auch zu vertreten, weil man damit ja auch angetreten ist. Und dementsprechend würde das, also sehe ich da keine Probleme, das zu vertreten, insbesondere weil ich es ja auch für gesetzlich legitimiert halte. Auf der anderen Seite muss ich halt auch nochmal drauf eingehen, dass ich immer diese krasse Trennung auch im ASTA von Service und
politische Äußerungen nicht nachvollziehen kann, weil so, ich war 2 Jahre im AStA für die Juso-Hochschulgruppe und ich muss sagen, dass ich immer beides gemacht habe. Ich habe sowohl mich mit Semesterticket-Verhandlungen beschäftigt, als auch meine politische Meinung geäußert. Und ich glaube einfach nicht, dass man insbesondere bei der Juso-Hochschulgruppe, aber auch sicherlich bei anderen Gruppen, wie zum Beispiel der Grünen-Hochschulgruppe, da so eine Trennung aufmachen kann, zu sagen, die ADF und der RCDS stehen irgendwie für Service und die verhandeln irgendwie die überlebenswichtigen Dinge für euch und die anderen machen nur irgendeinen politischen Quatsch. So, das ist einfach, kein Zustand, der so war, auch als wir in der Studierendenvertretung noch aktiv waren, sondern wir haben beides gemacht. Wir haben genauso Semestertickets verhandelt. Wir haben zusätzlich politische Veranstaltungen angeboten. Aber ihr wurdet abgewählt. Naja, das würde ich so nicht sagen. Es gab ja durchaus Koalitionsverhandlungen, in denen sich zumindest die Juso-Hochschulgruppe entschieden hatte, mit bestimmten Gruppierungen nicht wieder in eine Koalition zu gehen. Das heißt aber nicht, dass wir abgewählt wurden, sondern wir hätten die Möglichkeit gehabt, wieder in den AStA. Das Projekt ist gescheitert, kann man auch sagen. Ja, also die interessante Frage wäre ja an der Stelle vielleicht an dich, Hendrik. Jetzt kommen hier so ein bisschen dieses, ihr wurdet abgewählt, wir wurden gewählt. Das ist natürlich offensichtlich, die nächsten Wahlen stehen an und da würden wir natürlich auch unsere Hörer dazu auffordern, davon reichlich Gebrauch zu machen. Was mich natürlich jetzt interessieren würde, wäre, würdest du denn, wenn eine hochschulpolitische Gruppe in den AStA gewählt werden würde, die dann ja offensichtlich nicht der RCDS ist, weil der würde sich nicht allgemein politisch betätigen, die sich allgemein politisch betätigt, ne? Würdest du dann, dadurch, dass sie ja demokratisch legitimiert ist, genau das zu tun, das für richtig halten oder würdest du dann immer noch sagen, nein, das ist falsch, dass sie das tun? Nein, dann würde ich immer noch das Ganze kritisieren. Und es gibt ganz, ganz viele Schnittpunkte ja auch von Hochschulpolitik und Allgemeinpolitik. Wenn man jetzt gerade unsere Flüchtlingskrise betrachtet, dann haben wir zum Beispiel als AStA die Möglichkeit, Sprachkurse anzubieten und zu unterstützen. Und das tun wir auch, sowohl durch Räume als auch finanziell. Und auch da, wo es zum Beispiel um Hochschulzugang für Geflüchtete geht, wo die Frage ist, hat jemand ein ebenwürdiges Abitur, sage ich mal, erworben? Da beschäftigen wir uns ja auch damit, wie kann man das vielleicht erleichtern, wie kann man es schaffen, dass es möglichst unbürokratisch abläuft. Und auch da können wir dann ja mit der allgemeinen Politik diskutieren und das tun wir auch. Wir haben im letzten Jahr viele Politiker aus Bundes- und Landtag eingeladen zu uns in den AStA. Ich glaube, dass alle 3 Göttinger Bundestagsabgeordneten dabei waren, bei Fritz Günzler und Jürgen Trittin weiß ich es ganz genau, Thomas Oppermann. Silke, war nicht da, sagt sie. Okay, schade. Wir sind nach Berlin gefahren, haben da im Bundesbildungsministerium mit Professor Dr. Johanna Wanka gesprochen, der Bildungsministerin. Und eben da kann man diese Schnittpunkte natürlich irgendwo bearbeiten. Und wenn man sich dazu äußern muss, eben weil es Einfluss auf die Uni hat, dann tun wir das auch sehr gerne und sehr gewissenhaft. Aber ansonsten beschränken wir uns darauf, dass wir erstmal den Service stehen haben. Und der AStA ist ja nicht nur irgendeine Gruppe, die irgendwas macht, sondern der AStA unterstützt die vor allem erstmal die Fachschaften. Darum geht es natürlich auch. Also die Untergruppen. Das haben wir im letzten Jahr sehr, sehr gut gemacht, denke ich. Und sehr, sehr schnell. Weil da gibt es ja auch noch auf Fakultäten eben die einzelnen Vertretungen, die wir unterstützen müssen. Also im Kern, um auf meine Frage zurückzukommen, hast du gesagt, dass demokratische Legitimation nur manchmal gilt. Also in manchen Fragestellungen ist sie dir als Rechtfertigungsgrund legitim und in anderen Fragestellungen würdest du das dann trotzdem noch kritisieren? Naja, ich habe ja meine eigene persönliche Meinung. Das heißt ja nicht, dass ich eine demokratische Legitimation dann bezweifle. Sollte es dazu kommen, dass der Wähler, die Wählerinnen in Göttingen, vor allem die Studenten natürlich dann jetzt hier, das möchten, dann werde ich immer noch sagen, ich finde es doof, aber natürlich hat sich die Mehrheit dann dafür ausgesprochen und ich, ja. Ja, danke. Du merkst vielleicht an meinen Fragen, dass du an einen glühenden Verfechter des allgemeinpolitischen Mandats gekommen bist. Anders als Milan, der ja auch die Aussage von Kai zitiert hat und gesagt hat, das klingt doch eigentlich ganz plausibel. Ja, deswegen einfach an euch da draußen die Fragestellung des allgemeinpolitischen Mandats, eines der Kerndifferenzen, würde ich behaupten, zwischen unseren hochschulpolitischen Gruppen hier an der Uni Göttingen, vor allen Dingen zwischen den hochschulpolitischen Gruppen, die den AStA stellen und die Opposition stellen. Ich glaube, das kann man zusammenfassen. Also eine der großen Gemeinsamkeiten ist das allgemeinpolitische Mandat in der Opposition und das also. Es gibt ja noch ein paar kleinere Gruppen, die durchaus auch Freund des hochschulpolitischen Mandats sind. Ah, alles klar. Zum Beispiel?
Die liberale Hochschulgruppe würde mir jetzt so einfallen. Okay, ja, die hören wir noch Anfang Januar. Die sind auch noch zu Gast. Ja, am 6.1., Leute. Genau, zusammen mit dem SRK. Den ich, glaube ich, auch eher im allgemeinpolitischen Mandat verorten würde. Würde ich auch eher sagen. Würde ich auch zustimmen. Ja, würdest du auch zustimmen. Das heißt, wir haben wieder eine Gruppierung allgemein gegen hochschulpolitisches Mandat. Wer da an Zufall glaubt. ja, wer da an Zufall glaubt. Sollen wir ein Musikstück spielen? Oder? Nee, du hattest doch noch eine Frage, oder? Ja, soll ich die noch stellen? Oder habt ihr noch irgendwas? Also, ich meine, ist ja... Silke, willst du vielleicht da noch was zu sagen? Oder meint ihr beide, dass wir vielleicht das Thema... politisches Mandat jetzt auch ausführlich behandelt haben. Ich könnte da noch eine Sache zu sagen. Also was mir immer wichtig ist bei der Diskussion darum, also Henrik hatte ja jetzt gerade so ein bisschen auch auf in die Richtung Veruntreuung von Finanzen der Studierenden argumentiert, also von wegen Quersubventionen von zum Beispiel Blockupy oder irgendwelchen anderen Demonstrationen, wo ich halt irgendwie sage, ja, das ist irgendwie vielleicht ein Beispiel, was man ranziehen kann. Das kann ich kann mich aus Göttingen nicht daran erinnern, dass das vorgekommen ist. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, weil das natürlich die Studierenden etwas in die Irre führt, wenn man jetzt irgendwie mit finanziellen Dingen argumentiert, die so in Göttingen nicht vorgefallen sind. Und für mich heißt eigentlich allgemeinpolitisches Mandat auch, dass was ich gerade ja auch schon gesagt habe, dass ich mal so versuche, die Verknüpfung herzustellen. Und mir wäre es halt zum Beispiel wichtig, und ich glaube, das ist auch ein Kernanliegen, was die Juso-Hochschulgruppe hat, dass wir in einen AStA gehen, der die Stimme der Studierenden stark vertreten kann. Und ich wünsche mir von einem AStA, dass er sich zum Beispiel in Zeiten, wo wir irgendwie Pegida begegnen, wo wir in Duderstadt einem meiner Meinung nach rechten Freundeskreis Thüringen-Niedersachsen begegnen, wo wir eine junge alternative Hochschulgruppe haben, die ziemlich rechte Inhalte auch versucht, in die Hochschule zu tragen. Da wäre es mir wichtig, dass wir eine Studierendenvertretung haben, die ganz klar sagt, wir stellen uns gegen rechte Ideologien, wir stellen uns gegen rechtes Gedankengut und sich damit auch klar positioniert. Und ich finde, da gibt es halt schon wieder, genauso wie beim Thema Flüchtlinge, diese Überschneidung, wo man eben nicht sagen kann, Allgemeinpolitik, Hochschulpolitik, sondern das kann uns auch im universitären Kontext begegnen, rechte Ideologien. Und deswegen wünsche ich mir halt einfach von einem AStA, dass man da eben nicht diese Trennung vollzieht und sich punktuell halt zu diesen Sachen einfach äußern kann. Insbesondere, wenn es halt bei einer, also um eine Positionierung gegen rechts geht. Das können wir gerne tun, das kann ich auch gerne hier tun. Ich bin nämlich kein Freund der jungen alternativen Hochschulgruppe, weil sie mir eben viel zu weit am rechten Rand spielt. Und als es eine Veranstaltung geben sollte, vor einem halben Jahr etwa in der Universität, die unter dem Deckmantel der Hochschulgruppe durchgeführt werden sollte, aber in Wirklichkeit der Mutterpartei angehörte, hat sich der RCDS ganz, ganz klar gegen diese Veranstaltung ausgesprochen. Das heißt doch allgemeinpolitisches Mandat des AStA oder jetzt nur des RCDS? Wenn eine Hochschulgruppe für ihre Mutterpartei irgendwas macht, dann spielt es auch in die Hochschulpolitik mit rein. Und somit ist das dann Hochschulpolitik und nicht allgemeinpolitisch? Natürlich, also wenn eine Veranstaltung, die mir politisch total gegen den Strich geht, in den Gebäuden der Universität stattfindet, ist es natürlich Hochschulpolitik. So viel dazu. Was aber auch wichtig ist, dass der RCDS sich nicht nur... Aber es ist keine Service. Da haben wir den Servicebereich aber deutlich verlassen. Ja, es heißt Service- und sachorientiert, aber ja, okay. Ich sehe da jetzt keinen Widerspruch. Also eine Orientierung heißt ja auch nicht, dass man sich ich möchte das, da drin das ausdrücklich schränkt. Gut heißen, dass man eben da nicht die Klappe hält, sondern einfach den Mund aufmacht. Im Prinzip das, was Silke ja gerade gefordert hat, nämlich nicht aus Gründen einer Sach- oder Serviceorientierung den Mund halten an Stellen, wo man einfach auch wenn man ein solches Amt mit rechtsstaatlichen Gedanken trägt, dass man dann auch einfach mal seinen Mund aufmacht. Das so ist es. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist, denke ich, beim RCDS, ist, dass wir halt eben nicht nur eine Seite sehen, eine gefährliche Seite, sondern auch links eben die Scheuklappe nicht haben und auch kritisieren können, wenn auf der linken Seite politisch extreme Dinge passieren. Und da auch sagen können, dass man auf beide Seiten aufpassen muss, weil ich glaube, ja, jeder Extremist ist Mist. Das klingt sehr pauschal. Also ich würde auch keinen Extremismus bevorzugen, aber ich würde gerade sagen, dass, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, dass wir in Deutschland gerade eher ein rechtsextremes Problem haben statt ein linksextremes. Oder sehe ich da zu viele Scheuklappen? Ich glaube derzeit sicherlich durch die Flüchtlingskrise,
würde ich dich da auch unterstützen, aber ob jetzt das rechte oder das linke Lager größer ist, das heißt ja nicht, dass man das andere dann aus den Augen verlieren sollte. Ja, nee, aus den Augen verlieren sollte man überhaupt gar keine extremen Tendenzen in der Gesellschaft und da gibt es mehr als nur rechts und links. Diese Unterscheidung finde ich mal ein bisschen zu zweidimensional. Auf jeden Fall würde ich es persönlich als Student begrüßen, wenn mein Aster sich auch in Zukunft diesbezüglich klar positioniert und ob er das nun als sachorientiert und hochschulpolitisch bezeichnet oder als allgemeinpolitisch, das ist mir dann sogar völlig egal. Das war CCR mit I Put a Spell on You hier im Gehört Campus Radio. Und neben mir nach wie vor Milan. Hi. Der möchte gerne auch erwähnt werden, natürlich immer mit dabei. Ja, und richtig. Zu Gast Hendrik vom RCDS und Simone. Silke. Falsch. Ich wusste, dass es Thomas, falsch ist. Thomas, was ist denn los, ey? Ich habe aber gerade immer Silke gesagt, stimmt's? Ja, aber schreibst du irgendwie auf die Hand oder sowas noch für die letzten 10 Minuten? Ja. Gut. Wir machen hier weiter mit einer hochschulpolitischen Diskussion. Wir sind hier schon weit fortgeschritten in der Sendung, aber die letzten Minuten werden wir nochmal nutzen für eine ganz aktuelle Frage, die auch einen überuniversitären Zankapfel darstellt, wenn man das vielleicht so sagen kann. Wenn man das vielleicht so sagen darf. Ja, es geht um den Auftritt des Comedians Chris Tall. Der wurde vom AStA eingeladen und wird am 20. Januar in Göttingen spielen. Auf dem Unigelände, ich weiß nicht genau wo, das konnte ich irgendwie nicht rausfinden. ZHG. Gut, also scheint eine große Veranstaltung zu sein. Ich habe mir heute mal ein paar Videos von ihm angeguckt und bin da auf eins gestoßen. Da bittet er, alle Rollstuhlfahrer im Publikum sich durch Aufstehen kenntlich zu machen. Das war noch eines der geschmackvolleren Sachen. Simon Schon, der auch hier ist als Unterstützung für Hendrik, hat im Göttinger Tageblatt vom 26.11. die Veranstaltung als eine ganz normale Veranstaltung dargestellt. Der Sozialreferent des AStA und ADF-Mitglied Enrico Zienke hat dem entgegnet, dass er Blut und Wasser geschwitzt habe, um eine Interessenvertretung für Studierende mit Beeinträchtigung auf die Beine zu stellen und dass das Einladen eben diesen Mannes im Widerspruch dazu stehe. Ist das eine ganz normale Veranstaltung, Hendrik, oder was ist das? Ja, natürlich ist es eine ganz normale Veranstaltung, eine von vielen, die wir durchgeführt haben im vergangenen Jahr in unserer Legislatur. Wir haben 850 Karten innerhalb von 2 Tagen verkauft und das zeigt auch, glaube ich, die Resonanz da drauf und ich denke auch, dass jeder, der Student ist, ja irgendwie ein Abitur gemacht hat. Das heißt, der kann sehr wohl unterscheiden zwischen Witz und Realität und gerade das Rollstuhlfahrerbeispiel, da gibt es einen Behindertenrat, der gesagt hat, dass er es gut findet, dass eben die nicht rausgenommen werden, sondern dass man mit denen genauso umgeht wie mit allen anderen. Und das zeigt ja im Prinzip, dass man da, na klar, kann man Diskriminierung sehen, wie man will, aber wenn man komplette Gruppen außen vor lässt, nur weil sie eben anders sind, beeinträchtigt sind, aber ist halt auch schwierig, oder? Aber der Mitte-30-jährige mitteleuropäische weiße Mann, macht man über den Witze? Ist der so witzig? Nee, weil es ja unsere, weil wir selber sind in der Regel. Das ist schwierig, eine große Masse, also das habe ich irgendwann mal im Deutschunterricht gelernt, ich glaube 8., 9. Klasse, dass man natürlich nicht auf sich selbst, auf die große Masse Witze machen kann, weil man sich, ja, natürlich irgendwo über sich selber lachen kann. Schwierig zu sagen, also eigentlich kennt ja jeder Comedy und jeder weiß, dass Witze natürlich irgendjemand haben müssen, über die man lacht und solange die nicht böse gemeint sind und solange die Leute auch mitlachen können und das können sie scheinbar, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ja, aber da würde ich jetzt mal irgendwie eingreifen, weil das ist ja genau der Punkt, den wir eigentlich kritisieren, also das ist eben das, was ja auch nicht mit einbezogen wird in die Diskussion, also so, wenn man sich irgendwie auch die Presseartikel dazu anguckt, ist halt das, was Hendrik eigentlich gerade schon angesprochen hat, dass es halt eben auch ein Machtgefälle gibt, dass man meiner Meinung nach in die Diskussion mit einbeziehen muss, weil es eben nur so lange lustig ist, wie man sich über Minderheiten lustig macht und die Witze halt von einem weißen Mann gemacht werden. Das fand, also der auch noch heterosexuell ist im besten Falle so, weil das halt eine gesellschaftliche Mehrheit darstellt, die sich das eben aufgrund bestimmter Machtpositionen, die in der Gesellschaft vorherrschen, rausnehmen kann. Ich glaube nämlich nicht, dass die gleichen Witze von einer Frau gemacht werden, die zum Beispiel eine andere Hautfarbe hat als weiß, weil das einfach gesellschaftlich, glaube ich, gar nicht so rezipiert werden würde, wie jetzt zum Beispiel Chris Tall rezipiert wird. Und ich finde, diese Kritik, was ja durchaus auch eine wissenschaftliche Kritik ist, es gibt irgendwie Whiteness Studies an mehreren Universitäten, auch also Göttingen hat dafür jetzt keinen Schwerpunkt, aber das ist ja durchaus auch ein wissenschaftlicher Diskurs. Und ich finde, dass man diese Kritik schon auch anbringen können muss. Und ich finde, nur weil eine Mehrheit laut sagt, wir finden das lustig, dass einzelne Leute in diesem speziellen Programm, was jetzt angesprochen wurde von Chris Tall, diskriminiert werden, ist es okay, weil es gibt sicherlich auch
Leute, die eben genau davon betroffen sind, die darüber schweigen und die da sich davon diskriminiert fühlen. Ich zum Beispiel, also Kristall spricht ja in diesem Programm auch Frauen an. Also er sagt ja, Frauen sind irgendwie emotional und leidlich und Menschen mit Menstruationshintergrund, wo ich über das Letzte irgendwie noch lachen kann, wo ich sage, so nur diese Formulierung, Menschen mit Menstruationshintergrund für Frauen, kann ich drüber lachen, finde ich vielleicht lustig, aber das genau wieder zu verknüpfen mit Frauen sind immer emotional und weinen immer und gehen einem irgendwie auf die Nerven, ist diskriminierend. Und da fühle ich mich auch als Frau herabgesetzt. Und ich finde, wenn Leute diese Punkte anbringen, muss man das mit berücksichtigen in der Diskussion. Das heißt jetzt irgendwie nicht, dass ich per se dafür plädieren würde, so eine Veranstaltung abzusagen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass die Uniwahlen halt vom 19. bis 21. Januar stattfinden und von der Studierendenvertretung so eine doch sehr polarisierende, du hattest es Zankapfel genannt, Veranstaltung stattfinden zu lassen, in der Mitte der Uniwahlen, finde ich, hat mindestens schon auch ein Geschmäckle so. Und da würde ich mir vielleicht für die zukünftigen Wahlen auch mal eine Absprache zwischen den hochschulpolitisch aktiven Gruppen wünschen, wie man da in Zukunft mit umgeht, weil so spezielle Sperrklauseln gibt es ja auch bei anderen Wahlen. Ja, das mit dem Termin ist in der Tat unglücklich, finde ich persönlich auch nicht toll. Man kann sich aber ja mal den Terminkalender von Kristall angucken und dann wird man feststellen, dass man da jetzt nicht so leicht einen Termin findet und dass es schon ziemliches Glück ist, dass man den überhaupt nach Göttingen bekommen hat. Und dieser Termin wurde ja halt schon vor Monaten gemacht und eben darum finde ich es auch nicht gerade, naja, gerecht von einem Sozialreferenten dann auf einmal zu sagen, oh, ich bin aber total dagegen, weil er monatelang Zeit hatte, sich dagegen auszusprechen und es Referentenplenars gibt. Im AStA, wo man das hätte anbringen können und wo jeder seine Befürchtungen auch anspielen kann. Aber warum hat Enrico jetzt in diesem Fall, der Sozialreferent, den ich vorhin angesprochen habe, vom ADF, hat er nicht vorher davon gewusst? Also das ist, was du kritisierst. Er hätte im Vorhinein... Er hat davon gewusst. Okay, und er hat erst jetzt sehr spät, eben am 26.11. im Göttinger Tageblatt, sich dagegen ausgesprochen. Den Tag davor war es, glaube ich, in der Sitzung des Studierendenparlaments, genau. Ja. Und was ich halt auch nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dürfen Comedy jetzt nur noch die 5% machen, die nicht in der großen Masse drin sind, damit sie halt nicht mehr diskriminieren können, weil sie schon sind. Und wenn man sich jetzt Kristall anguckt, dann ist das ja ein, ich sag's mal, also ich will es nicht böse sagen, aber ein leicht untersetzter, etwas dickerer, junger Mensch. Ich bin das Gegenteil, ich bin ein bisschen größer, aber auch ein bisschen kräftiger. Und so hat ja jeder seine Unterschiede. Und es ist ja nicht so, dass er nicht angreifbar ist durch sein Äußeres. Ja, aber er hat ja die Plattform dafür. Also er hat ja die Plattform, um Leute aufgrund bestimmter Eigenschaften anzugreifen, wohingegen ja sich andere Leute jetzt nicht einfach irgendwie diese Öffentlichkeit suchen können, um ihm sozusagen zu begegnen. Und du hast auch gerade nochmal die Sitzung des Studierendenparlaments angesprochen, wo wir das Ganze ja auch schon ausführlich diskutiert haben. Und da finde ich es schon, also ich würde Enrico da zustimmen, auch wenn er das jetzt irgendwie im AStA, wo man ja eventuell auch mal eine Minderheitenposition einnimmt, nicht sofort irgendwie gesagt hat, würde ich ihm das schon zugestehen, dass er da irgendwie sagt, er ist damit nicht so ganz einverstanden, wohingegen ich halt sagen muss, ich bin halt als Studierende dieser Universität, die ja auch, wenn ich irgendwie der Opposition angehöre, von diesem AStA eigentlich auch vertreten wird, wenn sich der AStA-Vorsitzende in eine hochschulöffentliche Sitzung stellt und halt sagt, Zitat oder sinngemäß Zitat, ich finde es gut, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sich Menschen diskriminiert fühlen dürfen, dann finde ich das durchaus kritisch. Dann frage ich mich... Du würdest lieber in einer Gesellschaft leben, wo man sich nicht diskriminiert fühlen darf? Nee, ich würde es nicht so hervorstellen. Er hat es auch nicht hervorgestellt. Naja, ich finde schon, er hat... Könnt ihr nochmal die Hörer aufklären, was genau ist passiert? Wer war involviert? Der AStA-Vorsitzende hat zu diesem ganzen Streitpunkt... Daniel Pichel ist genau, das. Genau, zu diesem ganzen Streitpunkt Kristall... also wir haben in Frage gestellt, ob es sinnvoll ist, ein Programm fortzuführen, wo es hauptsächlich darum geht, Menschen zu diskriminieren aufgrund bestimmter Eigenschaften. Und er hat es so dargestellt, als sei es ein Zugewinn einer freiheitlichen Gesellschaft, wenn Leute sich auch diskriminiert fühlen dürfen aufgrund von bestimmten Eigenschaften. Und ich würde halt sagen, man sollte eigentlich mehr in der Gesellschaft eine Sensibilisierung dafür herstellen, dass es zum Beispiel Menschen mit Behinderungen gibt, mit Beeinträchtigungen, dass es irgendwie auch
Menschen mit einer anderen Hautfarbe gibt und dass es eben nicht zu rassistischen Vorfällen kommt. So, ja. dass man halt da versucht, eher eine Aufklärung herzustellen und Aufklärung zu schaffen, anstatt darüber Witze zu machen. Also Silke, ich habe einen Freund, der ist kleinwüchsig, also weiß nicht, 70, 80 Zentimeter kleiner als ich. Und natürlich, wenn man so jemanden trifft, dann ist man erstmal immer anders zu ihm. Und er möchte explizit, dass wir so zu ihm sind wie zu allen anderen. Und er hatte auch kein Problem mit, wenn man sagt, na großer oder ihn irgendwie anspricht. Und ich glaube, dass es dem Großteil so geht, dass er einfach nur wahrgenommen werden will wie jeder andere und nicht auf jeder kleinen Veränderung, die er hat, ja, man ihn darauf irgendwie reduziert und nur darüber spricht. Tut man das nicht dadurch, dass man darauf anspricht? Das ist ja genau das, was man tut. Nein, er findet es gut. Er möchte so von uns angesprochen werden, ne? Wenn zu mir jemand kommt, na großer oder na kleiner, wie auch immer, jedenfalls das eine sarkastische Anspielung macht, dann, und das nicht böse gemeint ist, und das ist es in der Regel ja nicht, dann habe ich da auch kein Problem mit. Silke sprach eben nur von den Leuten, die sich eben diskriminiert fühlten, aber die nicht darüber sprechen, weil sie in der Minderheit sind. Kannst du für Minderheiten sprechen, als jemand, der keiner angehört? Also zumindest jetzt sagen wir, in Mitteleuropa keiner Minderheit angehört? Weiß ich nicht, ob ich in der einen oder anderen Frage nicht auch einer Minderheit angehöre, ganz bestimmt. Ist auch gar kein Problem. Nein, natürlich kann ich nicht für diejenige Minderheit sprechen, aber ich kann mich ja versuchen, so gut wie möglich in die hineinzuvollziehen und ich kann mit ihnen sprechen, wie sie es sehen, wie die es finden, so angespielt zu werden. Und wenn die mir sagen, dass sie es gut finden, behandelt zu werden wie alle anderen, dann ist es doch umso besser. Ja, Entschuldigung, schwieriges Thema. Ich bin jetzt auch sehr lange nur zuhörend gewesen, weil ich finde, da prallen zwei Argumente aufeinander, die ich beide sehr, sehr wichtig finde. Auf der einen Seite müssen wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft darauf aufpassen, dass wir nicht an jeder Stelle politisch überkorrekt sind, gerade wenn es in den Bereich Humor geht. Natürlich muss man eine gewisse Exaktheit und auch eine eindeutige Ausdrucksweise im allgemeinen politischen Betrieb vorfinden, wenn man da natürlich sich auf die Ebene eines Kristall herab begibt, sage ich mal, vom allgemeinen sprachlichen Niveau und Inhaltsniveau, dann halte ich das für kritisch. Aber ich finde, grundsätzlich sollte es die Möglichkeit geben, in einer Gesellschaft auch mal fünfe gerade sein zu lassen sprachlich. Andererseits, ich habe mir das auch angeguckt, das ist schon reichlich unreflektiert, was der da von sich gibt. Und also ja, wirklich platt. Ich würde behaupten, Kristall ist der neue Mario Barth, der bei den Frauen nicht aufhört, sondern die gleiche Art von Witzen eben über alle Minderheiten oder über alle, gar nicht Minderheiten. Ich finde, dieser Minderheitenbegriff, andere Leute einfach. Also er gewinnt in seinen Veranstaltungen die Lacher dadurch, dass er über andere herzieht. Und das ist gut. Mario Barth hat seine, ich weiß gar nicht, ob real existierende Kommt Freundin. Kommt auch übrigens nach Göttingen, habe ich heute im Plakat gesehen. Auch vom Aster? Nein. Ja. Ich hoffe nicht. Weil er keinen Termin hatte oder weil es dann doch nicht eure wahrscheinlich Welt ist? Also die Veranstaltungen werden ja so gemacht, dass sie halt nicht finanziell negativ zu Buche schlagen. Also das heißt, die Kristallveranstaltung trägt sich vollkommen selbst. Und ich glaube, dass Mario Barth dann doch ein etwas höheres Budget einplant. Ja, aber ich glaube auch. Ja, okay. Aber wenn Mario Barth im ZAG wäre, dann würde ich irgendwie eine Gegendemo starten oder sowas. Ja. Vielleicht können wir dann auch noch für den Wahlkampf Man könnte eine lustige Gegenveranstaltung machen, also mit jemandem mit Humor. Oder? Ja. Egal. Ist egal, das ist zu persönlich. Wir können das vielleicht auch für den Wahlkampf ganz gut nutzen, wenn Mario Barth auch noch vom Aster eingeladen wird, dann können wir einfach Plakate machen mit Kristall hat so ein Bart. Können wir vielleicht, ne? Gar nicht so schlecht. Platz-Silke. Also damit kommst du nicht ins Zentrum. Wollte gerade sagen, da hat aber deine Plakataktion mindestens so langen Bart wie der Mario. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Wir sind jetzt schon 8:55. Trotzdem sehr spannende Diskussion, auch darüber. Milan, hast du da noch was anzumerken dazu? Nee, ich wäre soweit durch. Ich würde die beiden bitten, noch ein Schlussstatement zu machen. Ja, wenn Kurzes, ihr doch... Henrik, sagst bitte. Ja, Schlussstatement ist, egal wer uns jetzt gerade zuhört, solange er Student ist, geht bitte wählen vom 19. bis 21. Januar. Egal, wen ihr jetzt wählt, ich freue mich natürlich, wenn ihr mir eure Stimme gebt oder uns. Aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, eben damit die Semestertickets von irgendjemandem ausgehandelt werden, damit euch jemand vertritt und eure Interessen einbringt. Und deswegen, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr alle möglichst zur Wahlurne geht. Ich glaube, wofür wir stehen, habt ihr jetzt schon ganz gut gehört.
Ganz genau. Und nochmal, wer genauer wissen will, nochmal zusammengefasst wissen will, wofür jetzt in diesem Fall Henrik für den RCDS steht oder eben Silke für die Juso Hochschulgruppe, könnt ihr nochmal nachgucken auf den Videos der Univision, die ihr nämlich sowohl auf Facebook als auch auf YouTube, habt ihr den eigenen YouTube-Kanal, wo die Videos auch hochgeladen sind. Also guckt euch nochmal die kurzen, keine 5 Minuten langen Statements an, um genau zu wissen, wofür unsere Hochschulgruppen hier an der Uni Göttingen stehen. Silke, dein Schlusswort. Ja, Schlusswort vielleicht auch nochmal von mir. Wir haben uns jetzt schon reichlich ausgetauscht hier. Was ich euch nochmal mit auf den Weg geben würde, ist, dass wir auf jeden Fall uns dafür einsetzen werden, dass die Studierenden mehr Mitspracherecht haben, auch in den Gremien an der Hochschule. Wie gesagt, wir werden das allgemeinpolitische Mandat weiterhin hochhalten und wir wünschen uns für den 19. bis 21. Januar, wenn die Wahlen dann anstehen, dass ihr auf jeden Fall euer Wahlrecht wahrnehmt, dass ihr wählen geht, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass die Wahlbeteiligung hoch ist, weil es einfach ein demokratisches Gut ist, was wir glaube ich, nicht aufgeben sollten an dieser Stelle und vor allen Dingen, weil wir halt auch der Meinung sind, dass Hochschulgruppen wie zum Beispiel die junge alternative Hochschulgruppe, die bei uns antritt, nicht besonders demokratisch sind, sondern eher am rechten Rand stehen und wir auf jeden Fall verhindern möchten, dass solche Gruppen ins Studierendenparlament kommen und deswegen wählt gerne die Juso Hochschulgruppe, wählt auch gerne mich, aber geht auf jeden Fall erstmal wählen und gebt eure Stimme für demokratische Hochschulgruppen ab. Das ist doch mal ein Schlussstatement. Ich oder wir, Milan sieht das genauso wie ich, danken euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier Rede und Antwort zu stehen. Wir danken uns, glaube ich, auch. Ja, danke für die Einladung. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg in eurer hochschulpolitischen Arbeit. Und ich wünsche euch im Prinzip genau das Gleiche, was ich auch den anderen Gruppen gewünscht habe, dass ihr an den Herausforderungen und an den Streitigkeiten, an den Diskussionen wächst und größer werdet. Und damit würde ich sagen, beenden wir dieses interessante Gespräch. Gibt es auch nochmal zum Nachhören und Nachsehen. Die Univision ist hier auch im Studio live vor Ort, filmt dieses Gespräch mit. Das gibt es auch in naher Zukunft im Internet zu sehen. Folgt uns, folgt der Univision auf Facebook und ihr werdet immer die aktuellen Nachrichten erhalten.